Metal, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Wingelwommel. Ja, was schauen wir heute? Naja, es geht weiter mit dem wunderbaren Podcast Rache gegen Mobbing. Folge 2 ist ein Opfer selbst schuld. Ja, die Frage kann ich nicht beantworten. Das wird der Mobbing-Jesus wahrscheinlich für uns dieses Video wieder erledigen. Naja, nach der ersten Folge, ich muss wirklich sagen, das war anstrengend. Das war sehr anstrengend und das war wirklich auch eine Rückhandschelle für jeden, der wirklich gemobbt wird. Denn ganz ehrlich, ich habe es ja schon durchscheinen lassen in der ersten Folge. Stellt euch vor, ihr werdet wirklich gemobbt, ihr seid dieser Situation wirklich ausgeliefert. Und dann kommt da jemand, der diese Situation für sich nutzt, um damit Reichweite und Geld zu generieren und im Internet den Bettler zu spielen und möchte euch erzählen, was Mobbing ist und was es mit einem macht. Das ist anstrengend. Das ist das netteste Wort, was ich dafür finde. Naja, Freunde, wir gehen rein. 14 Minuten geht das Ganze. Ich freue mich natürlich schon, wieder mal ein bisschen was über Mobbing zu lernen. Davor geht es natürlich die Mitglieder ab Wonga Level 5 und Level 10 der AMBX. Wir haben Internet Kasper Cute, Bad Psycho, wir haben Bertkurt und die Bianca Gatzenmulle auf Level 5. Vielen lieben Dank. Und ein besonderes Dankeschön geht raus an die Level 10 Mitglieder. Ein neuer ist dabei, nämlich der Captain Eierstock. Wunderschöner Name. Buttergolem, ASB, Dodo, der Metterling, Xenomorph. Wir haben den Oberpfalz-Hater, der brennende Mikrowellenmuffin. Mir wurde übrigens gesagt, dass woher dieser Begriff kommt, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Und der Soldier TV, vielen lieben Dank für euren ehrenhaften Support. So, wir gehen rein. Schau mal, was er wieder so Tolles zu sagen hat. Hallo und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge des Podcasts Drache gegen Mobbing. Wir sind jetzt in der Folge 2 und in dieser geht es darum, ist ein Opfer selbst schuld, dass es gemobbt wird, dass es unter Mobbing leiden muss? Also meine eigene Meinung jetzt erstmal voraus. Nein, ist es eigentlich so gut wie nie, würde ich sagen. Ich hatte es, glaube ich, auch in der ersten Folge schon grob erwähnt. Es sind halt so Kleinigkeiten, die zum Beispiel ein Kind von anderen Kindern unterscheidet oder vielleicht einen Erwachsenen im Arbeitsverhältnis von anderen Leuten unterscheidet, die dann als Vorwand genommen werden, Leute zu mobben. Meistens sind das Sachen, für die man nichts kann. Weißt du, ich, Sprachfehler, ja, wie im ersten Video erwähnt, Dialekt, Kleidungsstil, gut, Kleidungsstil könnte man ändern, aber ja, mein Gott, das sind jetzt solche Sachen, die sind halt so, ja. Und von daher bin ich der Meinung, nein, man kann nicht wirklich was dafür oder man ist nicht selber schuld. Ich bin gespannt, wie Rainer das sieht, Bevor ich jetzt loslege, die Inspiration für diesen Podcast war ein YouTube-Video mit dem Hashtag nicht meine Schuld von dem Kanal Reporter. Dann hast du die Frage ja schon beantwortet, Rainer. Guck mal, Video kann auch hier eigentlich zu Ende sein. Aber mal eine andere Frage, Leute. Was glaubt ihr, wie viele Folgen macht Rainer noch? Ich muss ehrlich sagen, nachdem jetzt länger nichts kam, dachte ich wirklich, okay, er macht gar keine Folge mehr. Aber es kam tatsächlich noch eine. Ich sage, er macht vielleicht noch 2, 3 Folgen und dann hört er auf, weil er einfach keinen Bock mehr hat. Also, ich denke mal, viel länger wird das nicht gehen. Darin spricht ein Mobbingopfer über seine Erfahrungen. Und es geht auch darum, ob ein Opfer selbst schuld ist. Das Video verlinke ich euch in meinem Blog, sowie natürlich auch immer noch ein kleiner Bericht auf meinem Blog dafür erscheint für jedes Video. Schaut da gerne mal rein, der Link ist in der Beschreibung. Nee, schaut aber bitte nicht gerne rein. Link ist bei mir nicht in der Beschreibung. Dann fangen wir doch gleich mal mit dem Thema an, ob ein Opfer selbst schuld ist. Ich denke nicht, dass ein Opfer selbst schuld ist. Im Gegenteil. Der eine oder andere, der unter Mobbing leidet und durch seine eigene Reaktion die Täter immer wieder anstachelt, trägt sicher eine kleine Teilschuld. Siehe mich zum Beispiel. Oh nein, das geht schon gut los. Also, er bezieht es sofort auf sich. Er bezieht es auch sofort mit sich ein, so. Ja, also, siehe mich, ich habe eine kleine Teilschuld. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zugehen. Rainer Winkler sagt, er hat eine kleine Teilschuld. So, jetzt lasst das mal sacken. Ja, überlegt doch mal diese Aussage. Es ist unglaublich. Eine kleine Teilschuld, alles klar. Provoziert seit Jahren im Internet rum, gibt immer wieder Gegenfeuer, schreit Hater an, begeht Straftaten, aber natürlich, richtig und wichtig, das ist nur ein kleines bisschen seine Schuld. Das dürft ihr nicht vergessen, Leute. Oh Mann, oh Mann. Da sieht man halt wirklich, wie realitätsfern Rainer seine Vorstellung von sich selber ist.
Man sollte an dieser Stelle aber nicht vergessen, dass Täter ein Opfer auch nicht entkommen lassen möchten. Sie werden also immer versuchen, Reaktionen hervorzurufen, die dafür sorgen, dass das Mobbing gerechtfertigt wirkt. Was natürlich zusätzlich dafür sorgt, dass es weiter gemobbt werden kann. Es trägt sicher eine Teilschuld, wenn es daran oder wenn es darauf eingeht. Leider ist es aber auch für ein Opfer in der Situation nicht so einfach, eine Reaktion zu bringen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man über das Thema Mobbing spricht. Mobbing steht und fällt mit den Tätern. Ein Täter, wie gesagt, möchte ja sein Opfer mobben. Es möchte ja, dass sein Opfer eben Reaktionen hervorruft, damit halt der Spaß, ich setze Spaß hier mal sehr stark in Anführungszeichen, dass der Spaß daran eben einfach nicht endet für die Täter. So, weil die Täter sich daran belustigen. Was wir bedenken sollten, ist eigentlich, dass wir Menschen uns ja für intelligenter halten, als zum Beispiel Tiere es sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man im Tierreich, also wenn ein Tier Schwäche zeigt, dann wird es sehr, sehr schnell von anderen Tieren attackiert. Man kennt das ja, ne? Das Gesetz des Stärkeren. Das ist ätzend, Mobbing, hätte ich gesagt gehabt, ja. Ich finde auch diese Aussage schön von Rainer. Wir halten uns ja so viel für viel klüger als Tiere. Also Rainer, ich würde sogar wetten, dass sogar du schlauer bist als jedes, weiß ich nicht, Reh, jede Maus, jeder Bär, der da draußen rumläuft. Ja, sogar du bist schlauer, Rainer. So weit würde ich gehen. Krass, oder? Also natürlich sind Menschen schlauer. Guck da, also, dass man überhaupt über sowas reden muss, schon wieder. Es ist schon wieder so unangenehm. Wir haben eine ganze Zivilisation aufgebaut. Wir leben heutzutage im absoluten Luxus, einfach weil wir es selber geschafft haben, weil wir quasi die Spitze der Nahrungskette sind. Um es mit Rainers Worten zu sagen, das hört sich zwar ein wenig arrogant an, es ist aber so. Es ist immer so, dass nur das Stärkste überlebt. Und ein Tier, das schwach ist, so wie auch ein Mensch, der schwach ist, der wird ausselektiert. Das ist ganz normal. Und das ist im Prinzip auch die grundlegende psychologische Grundlage von Mobbing. Ey, der erzählt mir, der als nächstes so Charles Darwin irgendwie gelesen hat und da richtig Bock drauf hat und da voll in der Materie drin ist, oder? Wenn Rainer solche Wörter benutzt wie ausselektiert, dann weiß ich ganz genau, Rainer liest irgendwo ab oder lässt sich das schreiben. Genau, Rainer, ausselektiert. Aber wir Menschen halten uns für so überlegen und intelligent. Das ist genau der Punkt, an dem eigentlich alles steht und fällt. Denn wenn wir so überlegen und auch so intelligent sind, dann sollten wir definitiv ein bisschen schlauer sein und das Ganze mal anders angehen. Wir hatten in der letzten Folge ja bereits darüber gesprochen, wo startet Mobbing, also wo fängt es an und wo endet es oder wo kann es enden. Mobbing endet ja nicht immer darin, dass man sich umbringt oder dass jemand Suizid begeht, aber Mobbing kann auch darin enden. Das muss man halt einfach ganz klar sagen. Ich werde es trotzdem nochmal ganz kurz aufgreifen. Der Anfang von Mobbing geht meist da los, wo eine Person eine Schwäche zeigt. Eine andere Person, die diese Schwäche erkennt, wird erbarmungslos, nicht jeder natürlich, gerade die Täter werden erbarmungslos auf diese Schwäche losgehen und diese attackieren. Ja, wie gesagt, er übertreibt da natürlich ganz schön. Ne? Also ich nehme mal gerne als Beispiel, weiß ich nicht, ein Kind, das vielleicht nicht regelmäßig duscht oder so und im Klassenraum dann ein bisschen rumstinkt. Oder keine Ahnung, die, weiß ich nicht, die Billigklamotten von Kick trägt oder so, jetzt irgendwie mal sowas gesagt. Oder halt irgendwie irgendein Merkmal, wie gesagt, Äußeres oder auch Innerliches, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wie gesagt, halt Stimmlage, Akzent, Sprachfehler, keine Ahnung, irgend solche Sachen, das reicht. Rainer übertreibt natürlich jetzt wieder maßlos, indem er sagt, ja, die gehen direkt auf ihn los und attackieren ihn und ja, okay. Also, wie gesagt, ich hatte meine Meinung ja schon ausführlich zu Mobbing gesagt. Richtiges Mobbing ist einfach wirklich schlimm und da sollte man auf jeden Fall mehr gegen machen, absolut. Aber Rainer, hör verdammt nochmal auf, dich mit dieser Konstellation zu vergleichen. Es ist ekelhaft. Teils mit meist mehreren Leuten. Also es ist meistens nicht nur eine Person. Meistens fängt es mit einer Person an, andere finden das lustig und gehen auch darauf. Und genau dafür kann ein Opfer nichts. Man hat zum Beispiel jemanden, der einen Korb bekommen hat und irgendwo in der Ecke sitzt und weint. Das ist normalerweise ein steinharter Typ, aber dann, oder auch ein steinhartes Mädel, gibt es ja beides. Aber dann zeigt es einmal Schwäche und dann kann es natürlich sehr, sehr schnell sein, dass es nach hinten losgeht. Und dann kriegt das jemand mit und dann zählt er das hier und da rum. Dann merkt man, die Person wird dadurch noch mehr gekränkt und schon hat man ein Mobbing-Opfer.
Das ist meistens der Start des Mobbings. Und das ist das, was ich meine. So, ein Mobbing-Opfer kann in diesem Fall für den Anfang von Mobbing im Normalfall nichts. Es gibt hier und da Ausnahmen, so wie bei allem im Leben, aber im Normalfall für den Anfang von Mobbing kann ein Opfer nichts. Richtig, Rainer. Außer das Mobbing-Opfer, das vermeintliche, provoziert rum und liegt seine Adresse. Dann kann es vielleicht doch was dafür. Mit Sicherheit werden jetzt einige von euch sagen, ja, pff, dann darf das Opfer halt einfach keine Schwäche zeigen. Dann sage ich, pff, ja, könnt ihr dann hergehen und könnt den ganzen Tag eure Gefühle abschalten? Hey Leute, sagt mal, könnt ihr hergehen und das machen? Könnt ihr jetzt hergehen und das machen? Natürlich ist das nicht der Weg, ne? Ganz klar. Aber vor allem in der Schule hat man halt, naja, ich sag mal, einen Ruf zu wahren, mehr oder weniger, beziehungsweise einfach auch aufrecht zu erhalten. Und dann unterdrückt man bestimmt auch mal irgendwelche Gefühle, wenn man, weiß ich nicht, wenn man weinen müsste oder wenn man jetzt sehr gekränkt ist oder so. Aber ja, also, oh Gott, jetzt fängt Rainer an, mir zu erzählen, dass man seine Gefühle nicht unterdrücken soll. Ich möchte noch mal auf den 30-Jahres-Meltdown verweisen. Oh Mann. Das, was uns zu Menschen macht, sind ja unsere Emotionen. Auch die Empathie ist das, was uns Menschen zu Menschen macht. Das kotzt mich auch richtig immer an Rainer, ne? Dass er wirklich sagt und denkt: Yo, Leute, ich bin der Empathielord. Das ist so ekelhaft. Wie er auch damals immer gesagt hat, ja, ich meine, Noten in der Schule waren nicht gut, aber ich war immer sehr, sehr empathisch. Sozial war ich total überentwickelt. Wo ich mir so denke, Junge, Alter, halt einfach den Mund. Junge, sozial komplett verkümmert, hat keine sozialen Kontakte und empathielos bis zum geht nicht mehr. Und dann will dir so jemand erzählen, er ist empathisch, einfühlsam und sozial komplett ausentwickelt. Also wirklich, da könnte ich ausrasten. So, wir machen weiter. Entschuldigung. Wir halten uns immer für so überlegen, wenn wir aber hergehen und zeigen, dass wir keinerlei Empathie besitzen, dann sind wir nicht besser als Tiere. Denn in der Natur, wenn jemand Schwäche zeigt, ein Tier Schwäche zeigt, wird es von den anderen Tieren aus der Gruppe selektiert, also ausselektiert. Und dann frage ich euch, wo sind wir Menschen besser als Tiere, wenn wir sowas zulassen? Die Frage ist hier an dieser Stelle, leben wir wirklich in einer Zivilisation oder nicht? Also wirklich, Alter. Ich weiß nicht. Also wir könnten auch in einer Diktatur leben oder was hat Rainer damals gesagt? Wir leben ja aktuell in der Anarchie, ne? Keine Ahnung, Rainer. Ich weiß gar nicht. Ist das überhaupt eine Zivilisation? Sind wir nicht alle so wilde? Ich gehe immer auf der Straße Leute jagen. Einfach weil wir leben doch eh nicht zivilisiert. Gesetze gibt es nicht, an die man sich halten muss. Nein, natürlich nicht. Ja, hier macht jeder, was er will. Das ist ganz normal. Wirklich, Rainer, komm im realen Leben an und hör auf, immer so einen Müll zu erzählen. An Mobbing ist nichts Zivilisiertes, nicht im geringsten. Empathie gehört zum Leben. In der Natur spricht man von Recht des Stärkeren. Bei uns ist es dann eben Mobbing. Das macht die Sache aber nicht besser. Es läuft aufs Gleiche hinaus, besser gesagt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle kurz mal ein Beispiel einwerfen. Ich war ja irgendwann mal in der Schule. Lange ist es her. Damals kam der Begriff Mobbing erst auf. So. Ja, das wurde damals erfunden, Rainer. Na, davor gab es es einfach noch nicht. Das wurde da erst erfunden. Man hat dich gesehen, hat gedacht, boah, wir brauchen so ein Ding. Mobbing nennen wir das. Genau, das machen wir jetzt. Let's go. Vorher war es jetzt so, öh, du hast mich geärgert, bla bla. Jetzt mittlerweile heißt es Mobbing. Früher hat es mal Ärgern geheißen und so weiter. Darauf genau. Oder Stänkern oder so, bestimmt. Rainer, nur weil das damals anders hieß, gab es das da auch schon. Wer hätte das gedacht? will ich aber gar nicht hinaus, sondern ich will darauf hinaus. Zu dieser Zeit, wo Mobbing aufgetreten ist, hatten wir öfter mal in der Schule irgendwelche. Ich weiß nicht, ob es wirkliche Pädagogen waren oder Pseudo- oder Hobbypädagogen. Jedenfalls, es waren irgendwelche Menschen, die da hergekommen sind und versucht haben, zu den Schülern klarzumachen, wie sich Mobbing verhält. So. Und das ist nämlich genau der Punkt. Man hat eine Übung gemacht zu dieser Zeit. Dabei wurde einer oder mehrere Schüler ausgewählt, die sich einzeln in einen Kreis der anderen Schüler stellen mussten und dann unter kontrollierten Bedingungen gemobbt wurden. Beleidigt wurden, angegriffen wurden, vielleicht sogar mal hier und da ein kleiner Knuff. Das ist kein Mobbing. Und das wird auch nie Mobbing sein. Mobbing ist etwas, das über Monate, wenn nicht sogar über Jahre oder Jahrzehnte hinweg läuft. Bei manchen mehr als bei anderen. Und diese kontrollierten Bedingungen,
Die suggerieren dem Opfer, also es ist ein Täter, der das Opfer spielt, suggerieren dieser Person die falschen Emotionen. Denn ein Täter geht an so eine Situation anders heran wie ein Opfer. Ein Opfer weiß, wie es ist, im Kreis zu stehen. Ein Täter weiß es nicht. Außerdem ist ein Täter ja immer jemand, der versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen oder Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn er jetzt im Mittelpunkt steht, dann denkt er sich natürlich erstmal was ganz anderes wie ein Opfer, das da steht. Ein Opfer weiß, was für ein Horror und was für ein Grauen es ist. Ein Täter weiß das nicht, weil er ja außen vor steht normalerweise. Ja, aber ich weiß nicht. Also erstmal dieses Experiment. Ich weiß nicht, ob das sozialpädagogisch korrekt ist, sowas zu machen. Weiß ich nicht. Habe ich nicht die Erfahrung für, das zu bewerten. Aber ja, keine Ahnung, Rainer. Ich finde es halt schon wieder schlimm, dass du sagst, ja, die können sich da gar nicht reinführen. Aber wer sagt denn, dass ein Täter nicht auch damals gemobbt wurde? Das hört man doch ganz oft, dass Leute, die damals gemobbt wurden, jetzt auch mal der Stärkere sein wollen und ja, andere Leute mobben. Das hört man ganz oft. Und wenn ich dann so höre, wie Rainer erzählt, ja, die können gar nicht wissen, wie das ist. Die waren nie in der Situation. Dann denke ich mir so, Rainer, ich glaube, du hast einfach keine Ahnung von Mobbing. Also, das hört man da auch super oft, dass Opfer zum Täter werden, weil sie halt jetzt denken, so, jetzt bin ich dran, andere zu schikanieren. Normalerweise ist ja der, der außerhalb des Kreises steht und in den Kreis reinschaut, der Täter. Und das Opfer, das im Kreis steht und rausschaut. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass ein Opfer, das unter Mobbing leidet, in so einer Übung eigentlich eher bloßgestellt wird. Denn die Leute, die dann auf die Person losgehen, das ist ja alles eine kontrollierte Bedingung. Die Leute, die sehen das ja eher als Spaß so. Die haben vielleicht sogar wirklich Spaß, aber derjenige, der in der Mitte des Kreises steht, Das heißt der jenische. vor allem wenn das kein richtiges Mobbing-Opfer ist, sondern vielleicht ein Täter oder sogar ein Unbeteiligter, der denkt sich dann halt, naja, gut, das ist jetzt halt eine Pflichtübung, die machen wir jetzt halt mit, gerade wenn es in der Schule ist, die machen wir jetzt halt mit und danach ist die Sache wieder gegessen, dann geht er mit den gleichen Leuten, die ihn vorher verarscht haben, meine Cola trinken oder irgendwas. Na, also man geht dann einfach mit den Personen, die einen vorher verarscht haben, weg. So, ein Opfer wird das niemals machen. Ein Opfer wird niemals mit seinen Tätern sich vergnügt oder ungezwungen unterhalten können. So, so viel nun mal schon mal dazu. Es soll auch Leute geben, die haben sich irgendwann vertragen, Rainer. Ja, da gab es Leute, die haben geschlichtet, dann gab es Leute, die haben sich entschuldigt. Und ich wette, es gibt auch Leute, die hängen mit ihren Mobbern dann später auch ab, einfach weil sie zueinander connected haben. Also, das immer so zu behaupten, das ist ein Fakt, das ist so. Ja, es ist wahrscheinlich die Mehrheit, natürlich. Warum sollte ich mit dem, der mich rummobbt, jahrelang, dann irgendwie abhängen und cool sein? Aber ich wette, es gab in der Menschheitsgeschichte mehr als nur einen Fall, wo das sich geklärt hat und die beiden gemerkt haben, hey, okay, lass mal die Vergangenheit hinter uns, eigentlich kommen wir doch ganz gut miteinander klar. Also, ja, aber Rainer stellt halt alles immer so als Fakt hin. Das kann ich auch gar nicht leiden, weil Rainer ist ja der Experte, das dürft ihr nicht vergessen. Nun, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, Mobbing kann jeden treffen. Also jeder, der jetzt Täter ist, kann im Handumdrehen zum Opfer werden. Ja, ich denke, die Täter wissen nicht, die können nicht wissen, wie das ist. Aber jetzt können sie auf einmal auch sofort wieder zum Opfer werden. Sehr, sehr komisch, Rainer. Es ist eine Kleinigkeit, die den Ausschlag geben kann. Aus dem Mobbing wieder rauszukommen, ist deutlich schwerer als reinzukommen. Reinkommen kann jeder mit Leichtigkeit, rauskommen ist sehr, sehr schwer. Weil wir ja bei der Frage sind, ob ein Opfer selbst schuld ist. Jemand, der angegriffen wird und dann in der Situation ist, dass er gemobbt wird, er kann nichts dafür, dass er im Mobbing landet. Ne? Also der Anfang von Mobbing ist im Normalfall immer so, es passiert einfach. Das weiterführende Mobbing aber kann auch passieren dadurch, dass die Person versucht, sich zu wehren. Jemand versucht, aus dem Mobbing rauszukommen, aber es funktioniert nicht. Die Täter wollen ihr Opfer ja nicht entkommen lassen. Sie werden stattdessen immer versuchen, zur Situation zu zwingen, was dann den Tätern wieder Munition liefert, um das Opfer anzugreifen. Im Klartext, ein Opfer wird immer wieder aufs Neue attackiert und wird dann wieder mit neuen Aussagen bombardiert, welche Aussagen provozieren und dadurch weiter gemobbt wird. Ich finde es immer wieder lustig, wenn Rainer das Wort provozieren in den Mund nimmt, ne? Ihr wisst warum. Ich finde es einfach schön. Ich finde es einfach schön, dass er ja darüber erzählt und über Provozieren redet, aber nicht checkt, dass es sein ganzes Leben schon provoziert. Das ist wirklich toll.
Dadurch sind wir jetzt in der Situation, ist dein Opfer selbst schuld? Ja und nein. Teilweise kann ein Opfer selbst schuld sein. Wenn sich ein Opfer zum Beispiel gegen Mobbing wehrt, kommt es auch sehr, sehr häufig dazu, dass es sich sowohl verbal als auch nonverbal, das heißt mit Worten oder eben auch mit Taten, also sprich mit jemanden beleidigen oder jemanden mit körperlichen Schlägen attackieren oder anderen Dingen. Ach ja. Ja, wenn Rainer mit solchen Sachen kommt wie nonverbal, die dann erklären möchte und nichts hinbekommt, das ist einfach nur toll. Körperlich also zu attackieren, dann ist ein Opfer oftmals selbst schuld, weil es auf diese Art und Weise das Mobbing noch verschlimmert. Wobei man auf der anderen Seite aber auch die zweite Seite sehen muss, hat ein Opfer die Wahl? Selten bis gar nicht, ist meine Aussage dazu. Ein Opfer hat nicht unbedingt die Wahl, ja oder nein, sondern es ist einfach eine Situation, in die es reingeworfen wird und es muss damit versuchen, klarzukommen. Ich möchte mal kurz zu den Optionen kommen, die ein Opfer hat. Ein Opfer hat natürlich die Möglichkeit, sich verbal zu verteidigen. Verbale Verteidigung ist allerdings deutlich schwerer, denn von einem Täter wird sehr oft natürlich die Aussage, die Formulierung oder auf jede kleine Silbe wird da geachtet, weil man möchte das Opfer ja nicht entkommen lassen. Im Gegenteil, man möchte das Opfer ja festnageln. Die andere Möglichkeit wäre die körperliche Verteidigung. Die körperliche Verteidigung ist allerdings noch gefährlicher als die verbale Verteidigung. Denn körperliche Verteidigung kann auch dafür sorgen, dass man jemand anderen verletzt, was man vielleicht gar nicht möchte. Aber dadurch, dass man sich eben physisch durchsetzt, verletzt man eventuell jemand anderen und dann wird von anderen wieder gesagt, hey, schau mal, der ist total aggressiv, der ist voll assi und der wird dann wieder voll auf die Person losgegangen und dann wird erst recht versucht, die Person anzugreifen. Ja, aber warum sollte man es auf diese beiden Arten lösen, wenn man einfach eins erstmal machen kann, nämlich entweder zu seinen Eltern zu gehen, zum Lehrer, zur Vertrauensperson, zum Chef oder wo auch immer und zu sagen, hey, das und das ist los, das und das passiert, die Leute nerven mich, mobben mich, was auch immer. Ja, also Rainer geht ja auch davon aus, es gibt nur diese zwei Wege, ne? Entweder, also wenn ich mich wehren will, dann nur durch Schläge oder durch Beleidigung. Das sind die zwei Optionen, die Rainer sieht. Also ich bin immer wieder fasziniert von Rainer seiner Bandbreite, ne? Das ist wirklich unglaublich. Es gibt nur diese zwei Wege. Ja, Carsten Stahl wäre super stolz. Zwei Optionen! Und mehr gibt es nicht. Ihr seht, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ein Täter wird ein Opfer nicht entkommen lassen, ein Opfer möchte entkommen und hat aber kaum Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Verbale Verteidigung wird gerne umgedreht und dafür gesorgt, dass man als assi hingestellt wird. Und körperliche Verteidigung wird man so hingestellt, dass man ein aggressiver Mensch ist, der andere attackiert und verletzt. Ihr seht, es ist sehr, sehr schwierig, aus diesem Thema herauszukommen. Ja, wie gesagt, es gibt mehr als diese Option. Aber ja, natürlich. Ich bin dann entweder der Assi oder der Schläger. Danke, Rainer, dass ich da jetzt wieder mal was gelernt habe. Die abschließende Frage bleibt also, ist ein Opfer selbst schuld? Was den Beginn von Mobbing angeht, würde ich sagen, ganz klar nein. Was das weiterführende, also das anhaltende Mobbing angeht, würde ich sagen, teilweise ja, teilweise nein. Es ist nicht unbedingt die Schuld des Opfers, dass Mobbing weiterhin oder dauerhaft durchgeführt wird oder das Opfer dauerhaft unter Mobbing leidet, aber es ist dennoch so, dass manche Reaktionen, siehe mich, durchaus dafür sorgen, dass Mobbing weiterhin geführt wird. Oha, sag mal, höre ich da so ein bisschen Selbsteinsicht oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Also, das sei ja wirklich mal ein toller Schritt, wenn Rainer selber sieht, oh ja gut, ich habe schon die ganze Zeit mitprovoziert, ich habe das Ganze angeheizt. Das wäre ja wirklich mal toll. Das bezweifle ich aber. Zum allgemeinen Thema Mobbing würde ich sagen, 85%, das ist aber meine eigene Theorie, ne? Meine eigene Prozentzahl, es gibt davon keine im Internet, habe ich zumindest nichts gefunden. 85% sind die Täter schuld. Daraus ergeht, dass es 15% sind, wo die Opfer schuld sind. Der, wo die Opfer schuld sind, ja.
Also, meine persönliche Meinung ist, da gebe ich ihm am Anfang zumindest recht. Ich glaube, dass ein Mobbingopfer nicht wirklich viel dafür oder sehr, sehr oft nicht wirklich was dafür kann, reinzurutschen. Ich hatte vorhin zum Beispiel das Beispiel mit der Dusche. Ne? Wenn du jetzt ein bisschen riechst oder so, das kannst du ja ganz einfach korrigieren, indem du einfach öfter duschst. So, jetzt nur als Beispiel. So, aber wenn du, keine Ahnung, wie gesagt, wegen deinem Dialekt, wegen irgendwelchen Sprachfehlern oder so, da reinkommst, dann, naja, was willst du daran groß ändern? Du kannst halt höchstens zum Logopäden gehen oder so. Aber das ist jetzt auch nicht von jetzt auf gleich so getan, ne? Deswegen, da gebe ich ihm recht, da können die Opfer wahrscheinlich wirklich nichts dafür. Aber wenn man später zu der Entscheidung kommt, ich möchte mich jetzt verteidigen, dann ja, hat man selber in der Hand, ob man mitverantwortlich ist oder nicht. Nämlich, wenn man mit Beleidigungen, wie Rainer das macht, provoziert, mit körperlicher Gewalt, und ich möchte nochmal betonen, Rainer sieht nur diese zwei Optionen, sich zu verteidigen. Das möchte ich noch einmal sagen. Das spricht sehr, sehr, ja, spricht sehr, sehr viel über Rainer aus, muss ich wirklich sagen. Dann wirft das auch ein Licht auf einen und dann kann man auch sagen, okay, er hätte auch einfach, weiß ich nicht, sich ruhig verhalten können. Ja gut, ruhig verhalten ist natürlich jetzt schwer gesagt, aber er hätte zu Erziehungsberechtigten, zum Chef oder so weiter irgendwie hingehen können und das so hätte regeln können, anstatt jetzt da auf einmal aus nichts zuzuschlagen. Weil dann ist man schon verantwortlich, weil dann schlägt man zurück und ist in dem Moment natürlich auch selber nicht besser. Das muss er natürlich auch sehen. Aber das ist nur meine eigene Meinung. Rainer redet weiter. Das ist zumindest meine Meinung. Ich denke, es liegt wirklich mehr in der Hand der Täter, weil die Täter auch ein Opfer nicht gehen lassen wollen. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Gut, Leute, Drache gegen Mobbing. An unsere Gesellschaft möchte ich noch ein Wort richten, also an alle Menschen. Oh Gott. Also wirklich, er zieht das so richtig ernst. Also er möchte es gerne ernsthaft aufziehen. Ne? So, Drache gegen Mobbing. So Leute, ich will jetzt noch ein Wort an unsere Gesellschaft richten. Ja, Rainer, richte mal ein Wort an die Gesellschaft. Stoppt das sinnlose Verletzen untereinander. Ja? Hört auf, einander anzugreifen aufgrund von Individualität. Jeder Mensch von uns ist besonders. Du, ich, jeder Mensch ist besonders. Aber Rainer, du bist noch ein bisschen besonderer, das musst du schon sagen. Aber man muss deswegen einander nicht attackieren. Toleranz, Akzeptanz und Empathie sind hier ganz, ganz groß geschrieben. An unsere Politik, arbeitet an den Gesetzen von Mobbing und vor allem arbeitet an der Durchsetzung dieser Gesetze. Ein Opfer wird zum Täter deklariert in Deutschland, weil man sich verteidigt gegen Menschen, die einen Jahre oder sogar Jahrzehnte attackieren. Und da wird man, wenn man sich einmal gegen diese Menschen wehrt, zum Opfer, vom Opfer zum Täter, was Schwachsinn ist. Guck mal, und da redet er wieder von sich selber. Und das ist halt so dumm. Natürlich ist das nicht in Ordnung, wenn du körperlich angegriffen wirst. Wenn tausende Leute immer vor deinem Tor stehen. Ich verstehe, dass man sich da natürlich provoziert fühlt, dass man sich da angegriffen fühlt. Aber Rainer, es ist in deiner Hand, wie du darauf reagierst. Du könntest Herrn Müller anrufen und einfach in deiner Schanze sitzen bleiben. Oder du machst es natürlich, wie du es gemacht hast. Du stehst auf, schreist rum, beleidigst und wirst auch noch handgreiflich. Rainer, warum sollte dann die Bund Dick oder ein Gericht sagen, ja, Herr Winkler, da haben sie zwar eine Menge Scheiße gebaut, aber naja, gut, sie wurden ja angegriffen, sie haben jetzt, weiß ich nicht, Pfefferspray auf jemanden gesprüht, sie haben mit der Taschenlampe jemanden auf den Kopf geschlagen, mein Gott, Herr Winkler, ach, sie Armer, kommen Sie mal her, ich streiche Sie mal, Sie können doch gar nichts dafür. Warum sollte das so laufen, Rainer? Wirklich, also, er checkt es nicht, ne? Er begeht Körperverletzungen und auch wenn es aus dem Affekt heraus ist, dass er da gerade irgendwie, ja, ich sag mal, belagert wird oder da Leute stehen, kann man halt trotzdem schlauer reagieren. Und natürlich hat das auch für Rainer Konsequenzen. So, und da ist halt dieser Punkt, so weit denkt Rainer nicht. So weit denkt Rainer nicht. Und dann beschwert er sich im Nachhinein, ja, die machen ihren Job nicht, da werde ich vom Opfer zum Täter gemacht. Nein, Rainer, du warst schon immer der Täter. Man kann jemanden nicht zum Täter deklarieren, weil er sich verteidigt. Dennoch passiert das. Ein gutes Beispiel sitzt hier gerade vor dem Mikro und redet mit euch. Ja, Leute, nur weil ich gemobbt werde, jetzt, da kann ich auch alles machen, was ich möchte. Das dürft ihr dann auch nicht verurteilen, ne? Ganz klar. Es ist so, also so lächerlich. Damit wünsche ich euch jetzt allen noch einen wunderschönen guten Tag.
Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt. Wie gesagt, denkt daran, in der Videobeschreibung findet ihr noch den Link zum Blog. Ja, gut, reicht. Noch mehr Werbung brauchst du nicht machen. Ja, schaut auf jeden Fall nicht vorbei. ja, das war so die zweite Folge. Ich muss sagen, auch wieder sehr, sehr katastrophal. Immer noch eine Rückhandschelle für jeden, der wirklich gemobbt wird. Und jetzt vor allem am Ende noch dieses ja, Opfer-Täter-Umkehr und sich selber damit reinbeziehen. Bah, ekelhaft. Einfach nur ekelhaft und sehr schlimm anzuhören. Ich freue mich schon auf die dritte Folge. Wird bestimmt lustig. Ja, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Haut rein, euer Winkelmongel. Ciao. Ciao.